Hi, ich bin der Günther, ich aus dem Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition in Dom. Ich will wieder ein bisschen schnell machen, weil hier, wir haben gerade 20.20 Uhr am Tag, an dem diese Folge theoretisch released werden sollte. Ihr müsst wissen, ich habe halt einfach meinen Plan, an einem Tag nehme ich auf, am nächsten mache ich die Musik, am dritten Thumbnail und hochladen. Und an sich mache ich das immer so, wenn ich mal an einem Abend keine Zeit habe, kein Problem, ich schaffe es auch aufnehmen und Musik an einem Tag zu machen. Aber jetzt hatte ich zwei in Folge keine Zeit und jetzt ist halt die Frage, entweder muss ich dann die Folge um einen Tag verschieben, wobei ich dann versuchen würde, die nächste zwei Tage nach der hier zu bringen, oder ich tryharde jetzt rein, mache alles heute Abend innerhalb der nächsten Stunde oder so. Deswegen mal gucken. Zum Glück ist das Kapitel nicht so lang, das unterstützt mich auf jeden Fall. Kapitel 12. Ohne. Gut, wenn es kein Kapitel gibt, das macht meine Bearbeitungszeit leichter. Außer mir konnte ich kein anderes Pokémon finden, aber in der Ecke des Raumes befinden sich verschiedene Pokémon-Figuren. Ich war ein bisschen krank, weil ich es ohne Wache nicht erleben konnte. Aber plötzlich öffnete sich ein rot-schwarzer Teppich auf dem Boden. Ein großes Pokémon, ein großes Geschäft, das in die Luft gesprengt wurde. Wisst ihr, ich öffne schon mal mein Thumbnail-Programm, ich erstelle das gleich. Ich weiß jetzt schon, dass ich einen riesigen explodierenden Scheißhaufen aus Thumbnail packen würde. Und ich notiere mir das auch gleich, dann vergesse ich's nicht. So, ich habe mir jetzt einfach kurz explodierender Code geschrieben. Wer bist du und du suchst hier einen Fremden? Schön, ich suche einen erfahrenen Anwalt. Alles klar, richtiger Deutscher. Ich möchte mit der Macht der Dunkelheit in Verbindung gebracht werden. Erfahrung? Ist das ein Witz? Sie müssen nur diskriminierender sein, wenn sie anderen Menschen helfen. Mein Punkt ist, dass sie eine Karte aller Status dort sehen. Gewaldro, Schwanz und Wohltätigkeit. Sie waren die stärksten aller Zeiten. Was tun ihre Status, um mich zu erweichen? Deutsch tun sie nicht. Verstehst du nicht? Sie haben alle diesen Test bestanden. Ne. Dann ist doch schön, wenn sie den bestanden haben. Wenn Pokémon die Energie des Lebens los sind, sind diese Statuen alle da. Ich sah wieder in die Ecke. So viel und mächtiges Pokémon war bereits gescheitert. Wenn ich vielleicht keine Chance hatte, den Test zu bestehen... Was wäre, wenn andere mich belügen würden, dass ich es ruinieren würde? Andererseits war es nicht sinnlos. Es scheint, als wären sie direkt neben den dunklen Kräften, weil sie eine solche Welt erreicht haben. Aber Latias hat meine Rolle vor mir gut gesagt. Außerdem machten sie klar, dass ich diese Experimente nicht machen sollte und es einen Grund geben sollte. Ich wusste, dass ich nicht in der Lage sein würde, das Beste aus diesem mächtigen Problem herauszuholen, aber ich habe die Macht, sie zu durchlaufen. Ich war überwältigt von der Erfahrung und meinen Freunden, die uns nicht mehr mitnehmen wollen. Du bist schwach. Ich werde die Erfahrung geben und ich werde bestehen. Aha. Du warst also gezwungen, dir selbst zu glauben, Kleiner. Oder ist es einfach ohne Probleme dumm? Ja, das ist sehr dumm. Aber wenn sie drauf bestehen, werde ich, Yveltal, ihnen meine ersten Erfahrungen machen. Bevor ich etwas verraten konnte, gingen sie noch weiter in die Luft. Oh, der Code explodiert sogar zweimal. Und machten ein Geräusch auf mich. Ich schloss meine Augen und als ich sie wieder öffnete, befand ich mich in einer seltsamen, schändlichen Welt. Ich hörte die Stimme von Yveltal. Du bist an einem Ort der Erfahrung. In meiner Welt bist du ein... Was hat der mit Status, Alter? Dieses Wort. Wie all diese anderen Tage. Du hast keine Lebenskraft und bist somit in eine Leere gefallen. Dein Test ist es, dass du wieder am Leben erhalten wirst. Ihre Vorfahren. Sie werden es nicht tun. Also viel Spaß in ihren nächsten Stunden. Danke.
Dann war es weg. Ich war jetzt mit vielen Steinen im Regenfeld, mit der Absicht, ein bisschen mehr aus ihnen herauszukommen. Ich fand es klug, einem einfachen Weg zu folgen. Irgendwo muss der unterwegs anhalten, aber bevor ich anfangen konnte, schloss ich meine Augen hinter mir zu. Also, deine Augen sind hinter dir? Ein Fehler. Er hatte Eliten. Ich erkannte Charizard, nein, den will ich nicht erkennen, und Gewaldro, die Iveltal zeigten. Du hast wirklich versagt. Ich glaube, ich habe im Leben versagt, dass ich das hier mache. Ich wusste nirgendwo, was mich erwarten würde. Aber ich habe das Schlimmste erwartet. Ich ging den Weg hinunter in eine kleine Höhle. Daran war nichts auszusetzen, aber ich hörte das Geräusch. Sie sahen aus wie Echos, die von den Wänden flossen. Ich hörte zu, was ich zu sagen hatte, um zu verstehen, was sie sagten. Das verstehe ich gerade nicht, die Logik dahinter. Er hätte es in keiner Weise versuchen sollen. In einer Welt wie dieser gilt das Gesetz des Geistes. Was? Ah, ich bin nicht dumm. Ich bin ein starker Teilnehmer, wie ein unkalkulierbarer Fehler. What the fuck? All diese Sätze sind vertrauter als ich. Nein, diese Sätze sind nicht vertraut. Dies sind einige der berühmten Stimmen, die ich neu definiert habe, ob ich immer ein paar Fehler gemacht habe. Im Laufe der Zeit gab es jedoch immer mehr Stimmen und Geräusche, die von innen zu kommen schienen. Ich wollte sehen, was es war und versuchte, diese Geräusche jetzt nicht vor meinen Augen zu machen. Aber gleichzeitig zählten all diese Sätze auf meinem Kopf. Ich ging in die Höhle und konnte nicht glauben, was dort geschah. Ich habe dort zwei klare Gesichter gesehen. Dort vor der Höhle waren Nick Schossma und Bulbasaur. Es scheint, als hätte er meine Existenz nicht gesehen. Plötzlich entfaltet sich eine vertraute Szene vor meinen Augen. Eine Blume fiel vom Boden und fiel schnell ins Herz von Bulbasaur. Er ging die Treppe hinunter. Ich konnte nicht atmen, aber ich ließ mich gehen. Die Erfahrung dieser Situation war mir einmal sehr klar, aber das zweite Mal, Nick Schossma verschwand auf dem Boden und eine schwer verletzte Glühbirne begann mit mir zu sprechen. Gut, das Thumbnail ist damit schon mal geklärt. Das zweite habe ich mir jetzt auch notiert. Das wird ein wunderschönes Thumbnail, das weiß ich jetzt schon. Aber dieses Mal sagt er etwas anderes. Floink, warum hast du nichts getan? Es war nicht schwach, nicht wie in der Vergangenheit, aber ich konnte kein Wort herausbringen. Davon abgesehen lag es nicht an meinem Schock, meiner Frustration oder an irgendetwas anderem. Ich konnte mich nicht schnell bewegen. Eine Form von Macht steht für mich an erster Stelle. Nach allem, was ich für dich getan habe, ich war immer da, wenn du Hilfe brauchst, und ich kann dir nicht glauben, wenn es um Leben und Tod geht. Ich wollte eine Antwort geben, um zu sagen, dass alles eine Lüge war. Alles passierte plötzlich. Ich hätte etwas Zeit gehabt, aber ich konnte nicht sprechen und Bulbasaur setzte seine Rede fort. Nach einer Weile hoffte ich, dass es enden würde. Bulbasaur sprach noch leiser, bis er sich endlich beruhigte und seinen letzten Atemzug auf dem Boden machte. Ich war immer schockiert von einer solchen Szene und entschied, dass ich wirklich lernen musste, wie man es richtig macht. In der Zwischenzeit konnte ich wieder sprechen und gehen und weitermachen. Als ich vor langer Zeit mein Auge nach außen hatte, fühlte ich mich in Bulbasaur ein wenig hinter mir. Als ich dort ankam, war nichts. Keine Innovation. Das kennt ihr ja von meinem Kanal. Ich mache auch nichts mehr, aus der die Walross-Edition auszumelden. Nee, fühlt sich halt bei der Walross-Edition dumm echt ein bisschen so an, aber die normale Walross-Edition definitiv nicht. Und Alter, ich freue mich schon in ziemlich genau einem Monat. Ich aß die Kekse und versuchte nicht aufzuhören. Aber nach ein paar Metern kam ein bisschen Schmutz vor mir. Es waren Nick Schossma und Bulbasaur. Alles klar. Also, dass Floink Nick Schossma als Schmutz bezeichnet, ist nichts Ungewöhnliches. Aber Bulbasaur sah schwarz und blass aus. Warte, schwarz und blass auf einmal. Wie?
Die leuchtend roten Spiegel waren in dieser Szene nicht besonders überraschend. In einer solchen Welt wird das Recht auf Macht ausgeübt. Du wirst es bereuen, wenn du mich verlassen hast. Am nächsten Tag haben mich beide Pokémon angegriffen. Oh, musste ja ganz schön lange warten. Um mich herum war alles dunkel. Ich versuchte zu verstehen, was geschah. Warum habe ich Bulima als Verräter gesehen? Hat er alle Stimmen gehört, die alle meine Fehler zeigten? War ich wirklich so schlimm wie Pokémon? Ja? Mein Kopf begann sich zu drehen. Ich fand erstaunliche Formen um mich herum. Ich war ein Dieb. Aber plötzlich habe ich verstanden. Mein Kopf war verletzt. Die Dunkelheit um mich herum war hell. Nein! 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 Definitiv nicht. Die Dunkelheit war nicht hell. Alle. Anixma! Nun versuche Pokémon verrückt zu machen, also mit Menschen schafft ihr das. Bulbasaur hat gerade angekündigt, dass er nur mit seinem Kopf zufrieden ist. Für alles. Ich kann mich nicht weiter von solchen Betrügereien täuschen lassen. Ich habe, lass ihn zurechtweisen. Und Zoroaster, auch ich selbst. Als ich das nächste Mal hörte, war der Stein gebrochen. Ich befand mich wieder in der Sammlung von Yveltals persönlichem Opfer. Yveltal war nur zur gleichen Zeit im Raum und sah sich an, als er das Quietschen hörte. Um mich herum öffneten sich Steinschläge. Ich habe mich aus der Leere befreit. Yveltal sah mich an. Was? Du hast dich selbst gerettet? Plötzlich änderte sich sein Gesichtsausdruck von wütend zu wütend. Alter, das ist jetzt... Okay, jetzt übertreib nicht. Also solche Stimmungsschwankungen. Junge, wie kann das passieren? Keine menschliche Seele hat jemals ihre persönliche Hölle verlassen. Ist ja auch kein Mensch. Sie waren alle so schwach. Du kannst nicht alleine sein. Ich werde es nicht akzeptieren. Zeig den Menschen deine Stärke. Dark hat mich angegriffen. Die Erfahrung ist noch nicht vorbei. Der Kampf war nicht der gleiche, wie er an erster Stelle schien. Obwohl Yveltal eine solche Stärke hatte, ging es mir gut mit ihm, weil seine Stärke aus dieser Sicht nicht mehr half, weil ich die Vakanz vergrößerte. Auf Deutsch steht das wohl nicht mehr da. Außerdem war ein Raum für Pokémon wie ihn viel kleiner als ein Ausweichen. Ja, ein Ausweichen ist in der Regel schon relativ groß tatsächlich. Dies sind jedoch nur Punkte, die mich in diesem Kampf angesprochen haben. Trotz seines Charaktermangels hatte er eine dunkle Kraft neben sich und griff wegen seiner Aggression und Plötzlichkeit an. Im Moment musste ich lernen, welche Art von Angriff ich ausgeführt hatte, weil ich nie wirklich einen Kampf geführt habe, weil ich nicht denken konnte. Das merke ich in dieser Geschichte. Soweit ich das beurteilen kann, lief es sogar noch besser, was möglicherweise auf die unterschiedlichen Gründe für den Krieg gegen Ultra Necrozma zurückzuführen war, die ich gesammelt hatte. Yveltal wusste nicht wirklich, was er gegen mich tun sollte. Trotzdem war er entschlossen, mich zu besiegen. Sie konnte und wollte nicht, dass ich sie als meine Favoritin respektierte. Ich glaube jedoch an mich selbst und kann das tun, obwohl ich zuerst dachte wie Yveltal. Ich bin nur mit meinen Fackeln umgezogen, weil ich nicht alles andere auf dem gleichen Level wie Yveltal angreifen konnte. Es schien, dass der Krieg noch andauerte und nichts passierte. Aber es scheint, dass Yveltal sich dabei wohlfühlt und wollte, dass alles endet. Das reicht, ich habe eine nützliche Rolle bei dir gespielt. Der ganze Raum war dunkel, aber ich konnte einen Teppich im Yveltal-Zelt sehen. Es machte es größer und größer. Es war fast zu spät, als mir klar wurde, wer es war. Es war wie eine Schockreaktion, dass ich gerade vor mir angegriffen wurde, aber ich griff nach der Energiekugel von Yveltal und schoss auf ihn. Ich hörte ein lautes Geräusch, dann war der Ort wieder schwarz. Also wirklich, du hast eine Wahl. Ich bin froh, dass ich ihn nicht sehen wollte, Meister. Es zitterte ständig, bis eine Dark-Power-Fackel vor mir aufblitzte. Ich wollte es heben, aber ich konnte nicht. Es war jetzt in meinen Körper eingedrungen und ich fühlte eine unglaubliche Kraft. Ehrfürchtige Kraft.
Die Dunkelheit war die Kraft, die ich kannte. Aber nichts passierte außer eine kurze Zeit, wenn man wie Adrenalin fließt. Iveltal trat zurück, also habe ich den dunklen Riss aufgegeben. Ja, ich glaube, die verletzte Glühbirne und der explodierende Code reichen. Ich muss jetzt euch noch das Video bearbeiten. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne hier einen Like und oder Abo auf dem Channel dalassen. Ich baller jetzt weiter rein, damit ihr die Folge noch bekommt.